willkommen bei Gesellschaftsbarometer. Heute sind wir zu Gast bei Liesel Heise. Frau Heise ist 100 Jahre alt und seit Mai diesen Jahres ist sie Gemeinderatsmitglied im rheinland-pfälzischen Kirchheim-Bohlanden. Damit ist sie die älteste registrierte Amtsträgerin auf unserer Erde. Sie merken schon, in unserem Studio sind wir heute nicht. Wir sind wirklich zu Gast bei Frau Heise. Schönen Dank, dass wir bei Ihnen sein dürfen, Frau Heise. Es ist ganz toll bei Ihnen zu Hause. Gerne geschehen. Frau Heise, wie kamen Sie dazu, in den Gemeinderat bei Ihnen zu wollen? Da kam ich dazu wie die Jungfrau zum Kinde. Und zwar, ich war selber was erstaunt, dass ich mit diesem Erfolg da in den Gemeinderat kam. Aber es ist auch so, wir haben seit der Zeit, und ich habe ja ethnische Schülergenerationen hier gehabt, infolgedessen bin ich sehr verbunden mit der Kibo-Bevölkerung. Und es ist einfach so, dass seit das Schwimmbad geschlossen ist, kommen ja die Leute immer mit ihren Sorgen dann zu mir. Können Sie nicht dafür tun, dass das Schwimmbad wieder offen gemacht wird? Und ich habe das dann auch gleich versucht. Aber da war ich scheinbar noch zu jung, da war ich erst 91 und da hat man mir das Mikrofon abgedreht, als ich bei einer großen Versammlung, Bürgerversammlung, darum gebeten habe, dass das Schwimmbad wieder aufgemacht wird, weil das ein allgemeiner Bürgerwunsch war. Und da wurde mir nach zwei Sitzen der Strom abgedreht. Dann haben wir gewusst, hallo, Kibo in Kirchheim-Bohlanden, Demokratie. Und jetzt, Gott sei Dank, dass ich jetzt in diese Rolle hineingeschubst wurde, ich habe mich ja gar nicht irgendwie dafür beworben oder so, und war selber erstaunt, dass ich mit 20 Sitzen da auf einmal im Stadtrat sitze. Und ich glaube, um unserem Publikum das nochmals zu sagen, Sie waren, glaube ich, auf Listenplatz 20 Ihrer freien Liste, Wir für Kibo. Ja, aber ich war ja so unter ferner Lieben. Eben, nicht? Genau, eben ziemlich weit hinten. Da war überhaupt nicht hinten dran zu denken. Ich habe nie damit gerechnet. Ja, also man muss unserem Publikum vielleicht sagen, durch dieses Kumulieren und Panaschieren, was bei der Kommunalwahl möglich ist, können die Wählerinnen und Wähler sehr wohl Einfluss auf die Gestaltung nehmen, wer in den Gemeinderat oder in den Stadtrat kommt. Deswegen sind ja diese Wahlen, ne? Also das ist doch ein Restbestand der Demokratie. Genau. Sagen Sie, wie hat denn Ihre Familie auf diese Geschichte reagiert? Also, dass Sie sich überhaupt aufstellen haben lassen für die freie Liste? Sie haben gesagt, erstens mal wundern die sich über nichts mehr und zweitens haben sie gesagt, es ist prima. Sehr schön. Und Ihre Nachbarschaft, wie hat die so drauf reagiert? Also, Ihre Familie fand es toll und Ihre Nachbarschaft hat das auch für gut geheißen? Ah ja. Ich meine, das ganze Umfeld hat es gut geheißen. Aha. Also da waren keine Negativstörungen. Okay. Ja. Sagen Sie, Sie waren ja auch mal eine junge Frau und haben einen Beruf gehabt. Was haben Sie denn für einen Beruf ausgeübt in Ihren... Ich habe an und für Sie Landwirtschaftslehrerin. Das ist eine unheimlich vielseitige Ausbildung, also querbeet durch alles, was der Mensch zum Leben braucht. Sei es nun Ernährung, sei es nun Sport, sei es nun, weiß der Teufel was, bauen und so weiter und so fort. Also querbeet durch diese ganze Ausbildung. Dazu kam natürlich auch noch die Pädagogik. Die muss ja dann auch sein, damit man das weitergeben konnte. Also Sie haben, Sie sind Lehrerin an dieser Landwirtschaftsschule in Künzelsau gewesen? Nein, in Künzelsau war ich tätig. Ah. Ich habe meine Ausbildung überall, Kupferzell, dann war es oben in der Nähe von Frankfurt. Also ich bin so querbeet durch die Heimat mit meiner Ausbildung gegangen und bin nachher Gott sei Dank im Ländle hängen geblieben. In Künzelsau. Also im Schwäbischen, genau. Ja, das war wirklich eine prima Sache. Also studiert habe ich in München.
Da war ich nicht sonderlich glücklich bei der Zwuggel. Okay. Was schön war, war das Tanzstadion. Was war schön? Tanzstadion, ich weiß nicht, ob das, nee, das kenn ich bekannt nicht. Ist. Es ist das Sportstadion in München. Mhm. Und da habe ich dann bei den Studentenmeisterschaften mitgeschwommen im Tanzstadion. Das war ein tolles Erlebnis. Ah, Sie waren also Leistungsschwimmerin Sie waren Leistungsschwimmerin in jungen Jahren. Ich war Sportschwimmer, könnte man, oder wie man das nennen will. Ne? Also, und ging es da um Meisterschaften? Ja, natürlich, Studentenmeisterschaften. Ach, Studentenmeisterschaften. München war ja ein internationales Auffangbecken. Mhm. Nicht? Der kam ja aus aller Herren Länder. Die Eingeborenen, hatten eine reizende Art, mit fremden Leuten umzugehen. Also ich bin während des Krieges, mein Mann, der war in Zivil. Wir sind auf den Bürgersteig gelaufen, haben überhaupt nichts gesagt. Kommt so ein Bayer daher und sagt, machst das Obi, kommt Saupreisdormischer. Oh, ich glaube, das müssen Sie übersetzen. Das ist wirklich so. Bei denen ist jeder Mensch, der ihnen nicht passt, ist ein Saupreis. So, also ich habe es auch schon auf dem Markt, Gemüsemarkt in München erlebt. Nicht? Und da ist ja internationales Publikum. Und die meisten asiatischen Völker und afrikanischen Völker sind ja, wenn sie was kaufen, greifen sie es an. Wollen sie gucken, ob das auch... Und dann sagt auch wieder so ein Zwuggel, nimmst Pfoten weg, Saupreis, japanischer. Also auf jeden Fall, egal was für eine Nation man kommt, erst ist man mal ein Saupreis. Mhm. Na gut. Deswegen konnte nur, das, weil die so blöd sind, kann man wirklich sagen, deswegen konnte Adolf da Fuß fassen. Das ist ein Politiker. Wir kommen da noch später drauf. Also auf alle Fälle im schwäbischen Künzelsau haben Sie Ihre Berufstätigkeit als Lehrerin ausgeübt. Ja. Und so wie ich das verstanden habe, diese Landwirtschaftsfachschulen haben wohl ein großes, breites Wissen vermittelt, wenn es um Lebensplanung, Lebensgestaltung geht. Es geht um alles, um das ganze Leben. Also ich meine, man hat überall zupacken müssen. Und das musste man ja weitergeben, denn auf dem Land und von allen Dingen während des Krieges war ja keine Hilfe von außen für die Frauen. Die mussten ja alles machen. Also wir mussten zum Beispiel auch mit der Sense, wenn Getreideernte war, ja, mussten ja die Felder angemäht werden, ehe man mit dem Traktor durchfahren konnte und mit den Maschinen. Und ich habe diese Erfahrung gemacht. Die beste Entspannungssport für die Wirbelsäule ist mit der Sense mähen. Da brauchen Sie kein Fitnessstudio. Prima. Eine ganz tolle Sache. Also ich habe auch mal, aber kein großes Stück mit der Sense gesenst, weil wir haben an so einem Hanggrundstück gewohnt und da war es unmöglich mit dem Rasenmäher. Und ich kann für mich sagen, es war nicht einfach. Da muss man ein Händchen dafür haben. Ah ja, man muss halt lernen. Ja, man muss es lernen, genau. Wie bei also, allem. Wie bei allem, ja, da allem. Haben Sie recht. Also Sie waren 20 Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg begann. Haben Sie da noch so vielleicht zwei oder drei bestimmte Punkte, wo Sie sagen, also das werde ich aus dieser Zeit immer mitnehmen? Ja, das war interessant. Und zwar, wir hatten immer mit Rommel zu tun. Also ein Vetter von mir war schon in der Schwarzen Reichswehr. Und der Kommando von Rommel und mein Mann nachher auch. Mhm. Und zwar, er war vorgeschobener Beobachter. Also er musste immer das Artilleriefeuer aus der vordersten Linie leiten. Mhm. Er musste dann halt gucken, wo man da am besten reinkommt und so weiter und so fort. Und da hat er Frankreich-Feldzug, wir wussten genau, er war damals in Norddeutschland, und wir wussten genau, jetzt fängt dieser Frankreich-Feldzug an. Und wir wollten uns an für sich verabschieden. Ich war damals noch Studentin in Heilbronn, also mein Praktikum.
Und da wäre der Zug 13.45 Uhr gegangen nach Mannheim und so weiter. Ich musste in diesem blöden Büro hocken bleiben, weil die Bürostunde bis um 2 ginge. Also der Zug war weg. Ich hatte eine Wut im Bauch und da habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt und bin von Heilbronn nach Kibo gefahren mit dem Fahrrad. Und das ist wirklich, das ist weit. Das ist weit. Das war also Tour de France. Ja, und Tour de France, kann man auch später noch was sagen. Das war Tour de France. Und dann bin ich in Mannheim in der Straßenbahnschiene hängen geblieben. Denn man hat ja damals noch keine Ballonreifen auf den Fahrrädern gehabt, sondern es waren ja nur schmale. Ah. Also gestützt, Achter im Rad, ging die Fahrerei auch nicht, Gott sei Dank. Fuhr ein Zug von Mannheim nach Mannheim und es ist 5 Kilometer weg von Kibo. Also das konnte ich dann per Pedis Apostolorum machen. Ja, und dann am nächsten Tag ist mein Mann. Also Sie haben dann Ihren Mann noch... In Frankreich-Feldzug, das haben wir gerade noch geschafft. Ja, das können sich heute die jungen Menschen gar nicht mehr vorstellen. Da kann man gar keine Vorstellung, was das bedeutet. Weil ja alles von oben runter irgendwie gemanagt war. Ne? Mhm. Und du hast als freier Staatsbürger, das war eine Fata Morgana damals, ne? Du hast einfach gucken müssen, wie du mit diesem blöden Kram, der da von oben runter kam, wie man da über die Runden kam. Ne? Mhm. Und, ich bin ja auch einmal strafversetzt worden. Und zwar war von Künzelsau aus, es ist aber auch später rausgekommen, dass ich, also war ja auch ein bisschen, man war auch ein bisschen Konter, Drittes Reich, ist ja Logo, hat mit der Landwirtschaft so, da hat so manches nicht gepasst. Nicht? Und da bin ich strafversetzt worden nach Westpreußen, Danzig-Westpreußen. Und habe dort Bessarabier betreut. Und diese armen Menschen, die sind aus einem fruchtbaren Land, wo sie 3-mal gesät und geerntet haben im Jahr. Mhm. Ohne große Bodenbearbeitung und Düngung hat man die in diese Streusandbüchse versetzt. Die standen der ganzen Situation machtlos vis-à-vis. Und dann war die Tragödie noch, da war also noch mehr die medizinische Betreuung gefragt, weil die alle TB verseucht waren. Also das, Tuberkulose krank waren. Also mhm. es war ein, wirklich ein Drama war das. Mhm. Ja, und dann bin ich Gott sei Dank, wir wollten ja heiraten, mein Mann, und wir haben gehofft, dass er Afrika-Urlaub, dass er dann heimkommt. Und ich habe in Ostpreußen gehockt. Ne? Mhm. Aber dann hat sich das irgendwie, ein guter Mensch hat es umdirigiert. Und das einzig Wunderschöne war, man konnte als Dienstfahrzeug, man konnte nicht Fahrrad fahren, Sandbüchse, ne? Benzin, Auto war ja auch nicht da. Und da habe ich so eine Kutsche mit so zwei großen Rädern gehabt und davor eine Trakehnerstute. Und das war spitze. Und wenn ich mit Pferden zu tun hatte, immer habe ich Trakehner unter den Finger gehabt. Das war also spitze einfach. Aha. Also Sie waren dann geübt im Umgang mit Pferden, weil sonst, Sie waren geübt mit dem Umgang mit Pferden. Also Sie konnten, weil man muss das ja erstmal. Wenn du Landwirtschaft studierst, muss auch was mit der Geuze zu haben. Das ist ganz logisch. Also das heißt, Sie haben dieses Pferd vor den Wagen gespannt und sind dann. Das war Ihr Logo. Ja, okay. Ja? Mhm. Ich dachte immer, im Krieg wären alle Pferde eingezogen worden für die Armee. Nein, das ist nicht alles. Selbst die landwirtschaftlichen Betriebe kamen ja ohne Pferde auch nicht zurecht. Die mussten ja irgendwie Benzin, Traktoren, Treibstoff war ja nichts mehr da. Also musste du wieder retour à la nature und mit den normalen Zurück zu den Pferden arbeiten. Denn eine schwere Dreschmaschine oder sowas kannst du halt als Leute davor spannen, so viel waren gar keine da, die es hätten ziehen können. Mhm. Also es war schon interessant, was man da alles an Ersatz sein kann. Naja, und dann bin ich, also irgendein guter Mensch
hat mich da wieder zurückgeholt, heim ins Reich, und dann konnten wir heiraten. Und dann haben wir noch ein ganz, mein Mann hat ja viel mit Rommel zu tun gehabt. Also Rommel war für uns eine Familie, war wirklich, man könnte bei einer Sache Mitglied. Und Rommel musste ja damals, weil er... Der war sehr weit, also für, nur für die Menschen, die Rommel jetzt so nicht mehr kennen, das war ja der oberste Feldherr. Das war der oberste Feldherr im Afrika-Feldzug. Ja, ja, also eine berühmte und Persönlichkeit. Dann kam ja diese Tragödie, Afrika war aufgegeben. Ne? Und dann hat man Rommel an die Ostfront dirigiert. Aber der Russlandfeldzug war ja schon gelaufen. Die Russen sind ja schon ganz weit nach Westen vorgerückt. Und das Reich hatte ja kein Material mehr. Die konnten ja unmöglich diese Massen von Geschützen und so weiter, das hatten wir ja gar nicht mehr. Das war ja alles ausgepowert. Und da hat man Rommel als Helfer in der Not an die Ostfront versetzt und hat gesagt, er hat den Befehl, jetzt diesen Kuddelmuddel da militärisch in Ordnung zu bringen. Aber das ging ja nicht mehr, weil die Übermacht einfach zu groß war und es hätte unnütz Opfer und Material gekostet. Da hat Rommel sich verweigert, hat gesagt, das macht er nicht. Und das darf schon im Dritten Reich, wenn das sowas an dieser Stelle war, darf man nicht machen. Und da hat man ihn bei gezwungen, sie konnten ihn nicht öffentlich erschießen oder so, weil er ja zu beliebt war. Er war ja der Feldherr gewesen. Und da hat man ihn gezwungen, Gift zu nehmen. Und mein Chef, die waren auch mit Rommels befreundet. Und da sieht man dann, wie diese Situation war, sind wir runtergefahren, wo diese, nach Ludwigsburg, wo diese Giftgeschichte war, und haben dort, waren dort bei der Familie, und dann hast du dann zugeguckt, wie er dann ins Auto gesetzt wurde, mit dem Gifttöpfchen in der Hand und zwei SS-Leute rechts und links, und dann ist er ab in die Prärie und musste dort das Gift nehmen. Und die Familie, Frau Rommel und Manfred, die standen da. Es war furchtbar. Ja, also ich muss sagen, ehrlich gesagt, ich wusste das gar nicht, dass er quasi gezwungenen Suizid begehen musste. Ach, das war, das, mein Liebes, sowas wurde auch nicht publik gemacht. Mhm. Aber das waren diese, man könnte wirklich sagen, diese politischen Schweinereien des Dritten Reiches. Mhm. Und ich habe zum Beispiel in Künzelsau, da war noch was Positives. Vielleicht ist Ihnen alle der reichste Mann in Deutschland bekannt. Das ist der Schraubenwirt. Ah. Ja. Und dieser Schraubenwirt, das war sein Großvater, der war in Künzelsau. Der hat in Künzelsau ein Gläuelädle gehabt mit Schrauben, was man so in der Landwirtschaft braucht. Und wenn wir dann von der Schule aus in den Außendienst gefahren sind, hat er bei uns angerufen, ich könne sie das, die Schraube da nicht mit nach Wollebach nehmen und zu dem Bauer, der braucht sie. Ja, und dann haben wir den Schraubenwirt so nebenbei noch seine Schrauben. Da haben wir den Grundstück für den seinen Reichtum gelegt, könnte man auch sagen. Ne? Ja, also ja, ohne all das wär das vielleicht auch anders gelaufen. Das war halt ist ja so, klar. Ich meine, die Leute hatten ja kein Auto gehabt oder so. Und da musste man halt gucken, wie dir das Zeug zu den Bauern kam. Mhm. Aber das war schon lustig. Ja, also diese wir waren ja vorhin, als Sie uns gesagt haben, dass Herr Rommel sozusagen in den erzwungenen Freitod ging. Also es ist insgesamt schwierig, sage ich jetzt mal, auch heute abweichende Meinungen zu haben. Natürlich wird man jetzt nicht gleich in den Freitod gezwungen, mit der Presse kaputt gemacht, wenn man das mal so will. Heute gibt es andere Methoden. Das ging früher anders, halt ein bisschen anders. Ne? Hm. Das war, also, wer sie mit Rommel gemacht haben, das war die größte Schweinerei. Hm.
Ja, ich denke, also prinzipiell Menschen ihr Leben zu nehmen, dazu hat niemand das Recht, egal. Ah ja, mein Liebes, aber das, es ist, war sowieso eine Zeit. Das, mein Liebes, das gab es aber schon immer. Gehen Sie mal in die Antike, haben wir auch denselben Kram. Ja. Der Dradatsch. Ja. Wer Kontra war, der hat immer gefährlich gelebt. Mhm. Egal, was es für ein System ist. Ja. Komisch, ich erinnere mich jetzt gerade an eine Kassiererin, weiß jetzt auch nicht, also an den Fall Emily. Sie hatte ihr wurde vorgeworfen, dass sie einen Pfandzettel nicht richtig abgerechnet hat. Es ging um einen ganz kleinen Betrag, 1,10 Euro oder was. Und ich hatte das große Glück, Emily persönlich kennenlernen zu können, auf einem Frauenkongress. Und und sie hat mir dann gesagt, ich selbst habe ja auch als Kassiererin gearbeitet, und sie hat mir dann erzählt, also sie war eigentlich ein Politikum, sie war eben eine sehr engagierte Gewerkschafterin. Und ja, das ist schön. Ja, und da ist man dann auch nicht so angesehen, Lebensmittelladen. Kontra gegen Kapital. Ja, so ist das. Also und Emily ist dann auch später, wie ich dann erfahren habe, über ein paar Ecken rum, ist dann auch verstorben. Also dieser Kampf hat sie wirklich keiner gekostet. Ich musste jetzt gerade so dran denken. Ich weiß, Rommel und Kassiererin ist jetzt ziemlich weit weg. Ah ja, mein Liebes, das ist aber in jedem Berufszweig so. Mhm. Kann man ja, irgendwo ist immer ein Kontra und was so eine Schweinerei macht. Ja, es ist halt sehr schade. Also Sie haben ja schon mal angedeutet, also unserem System fehlt so dieses Humanistische, ne? Also das ist ja das Schlimme, dass wir uns vom Humanismus zu weit entfernt haben. Sokrates und Solon haben mit dem Humanismus den Staat gegründet. Die haben eigentlich die Demokratie gegründet. Die gab es ja damals nicht, ne? Und die Demokratie hat sich relativ lang gehalten, bis, man könnte beinahe sagen, die Päpste angefangen haben mit dem Kapitalismus. Denn die haben ja Geschäfte gemacht. Und zwar die Gattenkardinäle, die die Päpste dann gestellt haben, kamen alle aus Rom. Und das hat sich erst jetzt in der letzten Zeit geändert, seit der jetzige Papst da ist. Der hat jetzt, wenn man das so sagen will, Kollegen aus den armen Ländern jetzt zur Seite geholt. Und was der Mann geleistet hat, ein Umbruch in der katholischen Kirche, das ist toll. Mhm. Das kann man also nicht. Wir sprechen jetzt von Papst Franziskus. Ah ja, ne? Da kommen wir halt von allem. Es ist auch ein Politikum. Ja, klar, also Kirche und Politik lässt sich meiner Meinung nach auch nicht trennen. Also auch wenn das allenthalben gesagt wird. Ja. Aber ich denke, auch heute noch hat die Kirche einen sehr großen Einfluss. Vielleicht nicht mehr so wie vor 100 Jahren, aber ich glaube schon. Alleine durch ihre Kapitalkraft und alleine dadurch, dass sie so viel Grundbesitz hat, wie wahrscheinlich kaum jemand anders, kann man ja, auf der anderen Seite, wenn Sie mal die ganze Entwicklung der Religion betrachten, auch Mist gewesen, wenn Sie so will. Ja, ne? Im Namen von Religion war alles mehr oder weniger Geschäft. Ja. Und das ist das Schlimme, ich sage ja, Kapitalismus hat schon im Mittelalter angefangen, noch ein bisschen früher, und hat sich dann aber auch ganz gewaltig, explosiv über die ganze Welt verbreitet. Ja. Das ist das Trauerspiel. Ja, und er hat sich, also meiner Meinung nach, hat er sich auch verändert. Also ich glaube, kapitalistische, dieses kapitalistische Gedankengut in seiner Urform ist mit dem heutigen Finanzkapitalismus, glaube ich, gar nicht mehr zusammenzubringen. Also ich glaube, mein Liebes, gehen Sie in die Antike zurück. Kapitalismus war immer ein dreckiges Geschäft. Hm. Anders kann man das nicht bezeichnen. Und das ist das Trauerspiel, dass sich letzten Endes, sei es nur Politik, sei es Religion,
hat immer diesen kapitalistischen Touch. Und zwar, der konnte erst konnte der Humanismus noch ein bisschen was kontra machen. Ja? Aber jetzt hat der Kapitalismus doch alles am Wickel. Ja, also zumindest mal, das kann man so in der westlichen Welt, wo es jetzt woanders ist, kann ich jetzt so nicht doch, genau es ist sagen. Überall. Aber warum haben wir denn allgemein diese Riesenarmut in der Welt? Es handelt sich alles darum. Und das ist das Erschütternde. Und auf die Art und Weise, ich meine, wir können mit dem Kapital, können wir tolle Erfindungen und so weiter alles mal finanzieren. Aber was wird mit den Erfindungen gemacht? Auf Deutsch gesagt, die Schwaben sagen, das ist Scheißdreck, was die machen. Ja. Das Kapital, wenn wir es so wollen, wird das Kapital heutzutage hauptsächlich für Wissenschaft in Bezug auf Waffen und Produktion eingesetzt. Mhm. Warum? Gucken Sie mal, was fliegt alles oben in der Luft jetzt rum? Sie meinen die Satelliten? Und es ist wurscht egal, ob das jetzt, wenn man sagt, volksnah oder Militär oder sonst oder Geschäft. Es geht doch alles nur darum. Hm. Und das ist das Trauerspiel. Die Frage ist, wie können wir das verändern? Also ich meine, ich glaube, ganz viele Menschen sind mit Ihnen völlig d'accord und ich bin auch mit Ihnen d'accord, dass unsere politisch Verantwortlichen, sage ich jetzt mal, weil die bestimmen ja schließlich, gut, sie haben nicht selbst das Geld, aber sie bestimmen zumindest mal, was Recht und Gesetz ist. Also sie sind diejenigen, die Gesetze... das Kapital regiert die Welt. Und es ist ein Trauerspiel, wenn Sie das mal auch jetzt über die Musik vergleichen. Die Musik hat sich total verändert. Und die Musik und Sprache ist auch so was Schönes. Wenn man zum Beispiel die Odyssee, Antrapoele, Pemusa, Politopon, Hosmalapolla, das ist Mozart-Musik. Ne? Mhm. Und dann wieder Latein, Quambis, Sintubaqua, Malediziren und Tendon, das ist Beethoven. So hat die Sprache oder jeder Komponist hat aus der Sprache was gemacht. Das sind so schöne Dinge, die man... Aber ich habe jetzt nicht verstanden, was hat der Kapitalismus oder wie hat er in die Musik Ich meine, was ich jetzt da, er ist ja verrückt, immer in die Antike da einzusteigen. Okay. Ich habe jetzt, Mama, da ein griechisches Gedicht gemacht. Ich wollte nur Sprache und Musik zusammenbringen. Mhm. Ja? Mhm. Das ist ja auch wesentlich. Das ist die Ausdrucksform der Menschheit. Und das ist, das ändert sich schon, also Griechenland hat ja vor Latein, vom römischen Land gestellt, diese Sprache, könnte man sagen, ist Mozart-Musik. Ne? Mhm. Und dann Latein geht wieder schon Beethoven, ne? Also Sie meinen jetzt einfach von der Tonfolge. Ja, also die Art der Musik. Mhm. Und, aber dennoch möchte ich gerne von Ihnen wissen, weil ich es noch nicht verstanden habe, inwiefern reagiert die Musik auf diese Wirtschaftsform Kapitalismus? Das habe ich noch nicht verstanden. Das merkt ihr doch, das ist doch überall. Sonst könnte doch so ein Knallkopf wie der amerikanische Präsident die ganze Welt durcheinander machen. Das ist aber das Kapital, das ihn stützt. Also ich glaube, Herr Trump ist ein Kapitalist, ohne Frage. Ja. Aber ich glaube nicht, dass er wie Frau Clinton dem Finanzkapitalismus zuzuordnen ist. Ich glaube, er ist eher der anderen Seite des Kapitals, also dieser Seite... Er hat beides. Er hat die beiden Negativeinflüsse. Meinen Sie? Gut, ja. Okay, also ich... Gucken Sie mal, die meisten Leute, ist ja leider gut, ist auch noch, der hat pfälzische Großeltern, man muss sich ja schämen, ne? Der hat, also, das sind doch meistens, Amerika ist ja entstanden über Mexiko,
Und die Mexikaner waren ein hochintelligentes, musisches Volk. Und dann auf einmal ist da der, man könnte es jetzt wüst sagen, ein Teil des Abschaums der üblichen Welt ist nach Amerika gegangen und hat die Mexikaner total, waren weg vom Fenster. Und es fing mit den Spaniern an. Gut, die sind ja eingefallen in das und, Land. Und es war, wenn man so will, ein Großteil der Einwanderer von Amerika, das waren Leute, die in ihre Heimatländer zu nichts gebracht haben. Die sind teilweise, also auch, weil sie mit dem Reglement nicht zurechtkamen und auch hier wegen Geld, sind die abgewandert. Und die Mexikaner hatten Amerika zu einem hochgeistig hochstehenden Land entwickelt. Und dann kam, man könnte es jetzt wüst sagen, gell, der Abschaum der übrigen Welt mal hin. Und jetzt haben wir den Dabi Strump da am Hals. Und der stammt auch noch aus der Pfalz. Da muss man sich auch noch schämen. Ja, also ich bin mit diesen Worten Abschaum bin ich ein bisschen vorsichtiger, weil es gab, wenn zum Beispiel in Irland gab es große Hungersnot. Also dass dann die Menschen sich aufmachen, so wie heute ja auch. Also diese Volkswanderungen, die haben immer stattgefunden. Mein Liebes, es war damals die Tendenz, wie das Amerika sich so ausgebreitet hat, war die Tendenz wirklich, dass, wenn man mal sagt, das jetzt ist hässlich gesagt, die Leute, die in ihre Länder nichts getaucht haben oder nicht so unbedingt, jetzt gehe ich ab nach Amerika, war eine Tendenz der vom Weltkrieg schon, vom Ersten Weltkrieg schon. Also normalerweise ist es ja auch so, ich weiß es aus der eigenen Familie, weil unsere Tochter ist auch in ein anderes Land gegangen. Also ich glaube, das ist erstmal eine große Schwierigkeit, sich mit den anderen Gebräuchen erstmal zurechtzufinden. Ja, Schatz, das ist überall eine Schwierigkeit. Sobald was Neues entsteht, gibt es immer Geburtswehen, anders geht es nicht. Ne? Ja, da haben Sie wohl recht. Aber sagen Sie, was glauben Sie denn, was können wir denn als Staatsbürgerinnen tun, damit diese, ich nenne das jetzt mal politische Verirrung, dass wir das wieder zurechtbiegen können? Wie glauben Sie, könnten wir das? Ja, denken Sie mal zum Beispiel, es müssen die entsprechenden Leute da sein. Wir haben auch ein paar. Die kommen nur noch nicht so recht zu Worte, man könnte das so nennen. Aber denken Sie mal an die Entwicklung Friedrich der Große. Friedrich der Große war der letzte humanistische Europäer, war wirklich der letzte humanistische Europäer. Man hat Friedrich den Großen, ist er in der Allgemeinheit immer nur als der Soldatenkönig. War er derjenige. Dabei war der unheimlich wissenschaftlich gebildet, künstlerisch begabt und hat für die allgemeine Volksbildung hat er unheimlich viel getan. Denn der hat in Preußen die ersten Schulen eingeführt, dass das Volk auch nicht für dumm verkauft wurde, wie in den meisten Staaten war es ja so. Also den Plebse mal blöd zu halten, dann ist er leichter zu regieren. Na gut, also ehrlich gesagt, wir haben zwar Schulen und jedes Kind hat unterliegt der Schulpflicht, aber wie soll ich sagen, also deswegen haben wir dennoch Bildungsdefizite. Sie als Lehrerin können das ja wohl dreimal sagen. Die werden immer bleiben. Ne? Es kommt immer auch drauf, wer hockt jetzt ober am Ministerium. Es gibt Leute, die haben den elitischen Krebs und es gibt andere, die kommen da rein und hallo. Aber das ist, also ich muss sagen, unsere Schulen hier sind spitze. Also Sie würden schon sagen, dass das deutsche Schulsystem, da wird ja oft drüber geschimpft, aber Sie würden schon sagen, dass es... Nein, mein Liebes, das kommt aufs Land an.
Ja, es ist ja eine Länderwirtschaft. Das ist klar. Immer auch unsere ganze Länderwirtschaft. Wir haben ja kein kompaktes, allgemeines Deutschland mehr, wenn man es so will, sondern da macht jedes Ländle macht sein eigenes Geschäftle. Ne? Mhm. Und die können zum Beispiel, meinetwegen jetzt nehmen wir mal Baden-Württemberg, ja, hat ein ganz anderes Schulsystem als wir jetzt manchmal in Nordrhein-Westfalen und so weiter. Wir haben ja keine allgemeine Kulturoberstufe, die sagt, wo es lang geht. Hm. Da hat jedes Ländle seine eigene. Das waren aber auch die Lehren aus dem Dritten Reich, sage ich mal, diese, also so habe ich zumindest das im Geschichtsunterricht verstanden. Man wollte eben dieses in Anführungszeichen zentrale Deutschland, ja. Wollte man eben so dadurch. Man wollte mal ein allgemeines, war ja mal eine Weile. Dritten Reich, also allgemeines Schulsystem. Eben, genau. Und um diese Machtfülle zu durchbrechen, hat man eben dann. Ja, das war an für sich das Positive. Mhm. Ja, wenn man so will. Das Schulsystem war fest verankert. Mhm. Ja, also allgemein. Mhm. Ja, aber was wir jetzt haben, also ich meine, das ist, da macht jedes Ländle bald sein eigenes Geschäft. Und da musst du Glück haben, dass du richtige Kultusminister oben dran hast und der die Sache richtig regelt. Da sind die Schwaben wieder gut dran. Mhm. Ne? Mhm. Also da ist das Schulsystem fest verankert in der Erde. Und wir können uns hier auch nicht beklagen. Ja gut, also hier in Rheinland-Pfalz meinst ja. du jetzt. Ne? Ja, also, doch, das ist also die Malu Dreyer ist spitze. Mhm. Ja, also würden Sie dann eher dafür appellieren, dass dieses föderalistische System, dass das aufgehoben wird? Also dass man sagt, okay, es gibt ja viele Stimmen, die sagen, ja, wir brauchen ein Zentralabitur und die Menschen müssen von A nach B ziehen und deswegen muss die Schule vereinheitlicht werden. Wären Sie eher so in dieser... Es wäre schon angebracht. Um ein altes, allgemeines, bildungskompaktes Grundlage zu bringen, dass man jetzt überall ein gleiches Schulsystem hätte. So kann ja jedes Ländle praktisch machen, was es will. Aber ich dachte, jetzt ist zum Beispiel auch mit den Grundschulen, ne? Da ist ja jetzt auch was im Wirken. Was meinen Sie da konkret? Ja, also das ist aber gut, dass man da mal einheitliche Grundlage hat. Und es wird da jetzt auch unheimlich viel getan, dass man gerade, weil man ja auch mit den vielen Flüchtlingskindern rechnen muss, dass die mal ein allgemeines, effektives Sprachprogramm kriegen, nicht? Und da passiert also bei uns jetzt sehr viel. Und auch sonst hat man da also sehr viel. Jetzt versucht man das jetzt mal aufzufangen. Also ich habe den Föderalismus immer so verstanden, dass man die Eigenheiten der Regionen, dass man die eben in dem Bildungssystem unterbringen will. Deswegen muss ich sagen, klar, vielleicht nicht in allen Punkten, aber dieses föderalistische System, also dem neige ich eher zu, weil ich dann denke, wenn es merkwürdige Tendenzen gibt, politischer Art oder so, dann ist beispielsweise, wir haben jetzt 16 Bundesländer, dann ist es viel schwieriger, so ein Volk in Anführungszeichen so auf irgendeine Linie einzupeitschen, als wenn sie das in eine Stelle bringen. Ja, mein Liebes, aber das kriege man nicht mehr auf die Reihe. Aha. Das kriege man nicht mehr auf die Reihe. Da hat jedes einzelne Land, wenn man das jetzt mal so will, hat zu viel eigene politische Macht. Mhm. Und das ist schwierig. Deswegen ist es auch schwierig, nach Berlin ans Ministerium Leute zu kriegen. Das ist eine ganz große Schwierigkeit. Meinen Sie jetzt in der Bundespolitik? Ja. 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 Mhm. Das ist zurzeit ein großes Fragezeichen.
Also Sie meinen, in Berlin stirbt sozusagen die politische Elite aus. Kann ich das so verstehen oder wie meinen Sie das? Nein, bis die sich, ich meine, wir haben ja dieses Mixtum Compositum, ne, von Parteien, die unsere Regierung bilden. Aber das haut zurzeit nicht richtig hin. Und woran liegt das? Was meinen Sie? Was gucken Sie mal. Da hat der tut die Schwabedäte Sache, jeder sein eigenes Sipple kochen. Hauptsache ist seine Parteidoktrin, ist die, gibt den Stempel. Mhm. Ja? Und die andere, die gucken halt, dass sie durch den Raster fallen. Und das ist, und da wir ja jetzt eine Regierung haben, die gar nicht mehr beschlussfähig ist, da wird es ja mal Zeit, dass da. Also diese großen Koalitionen, also ich bin eine absolute Gegnerin dieser großen Koalition, weil dadurch wird der ganze. Schatz, das darf man nicht sagen. Es kommt nur immer darauf an, ob die Koalition nun groß oder klein ist, kommt immer darauf an, wie sie sich zusammensetzt, was für Leute drin sind. Mhm. Parteien spielen da gar keine Rolle. Aber es fehlt an hier zum Teil. Okay. Das ist es. Ja. Ja? Weil ja dann, wenn ja Leute reingehieft, die sind schon so lange in der Partei, ne, der hat eine gute Presse und so weiter. Und da ist leider Gottes, das ist, wenn die Demokratie jetzt schon so, man kennt Sache, abgebraucht ist, ne? Mhm. dann ist das so Fetteleswirtschaft. Mhm. Also Sie meinen, wir haben einfach nicht mehr das, ich sag mal, Menschen mit dem nötigen Sachverstand, die fehlen uns. Ja, so. Wer müsste mehr Wert drauf gelegt werden, nicht an die Länge der Parteizugehörigkeit, sondern was hat er mit seinen grauen Zellen bewirkt? Mhm. Ne? Also das würde bedeuten, dass wir sagen, vielleicht sollten wir unsere künftige politische Zukunft weniger in die Parteienhände legen, sondern eher sachbezogene Arbeitsgruppen, keine Ahnung. Ja, natürlich, denn solange immer sagen, das ist eine Parteidoktrin, versucht ja immer wieder, ihre Regeln, ihre Sachen in den Vordergrund zu schieben. Und dann kommt erst an der zweiten Linie, ja, ist es für die Allgemeinheit gut? Ja. Und das ist es, man muss sagen, die Verschiebung der Wert des Wertes. Mhm. Hm? Mhm. Es ist, da haben wir wieder, das ist Kapitalismus. Mhm. Ja, aber die Frage ist ja, also ich glaube schon, dass es genügend Menschen gibt, die den Sachverstand hätten. Ja, Schatz. Aber vielleicht sind das nicht die Menschen, die sich in diesen Parteienzirkus begeben. Das ist es, das, mein Liebes. Man müsste diese Leute praktisch mit einem Magnet ausziehen aus der Masse und dann da hinsetzen. Aber kriegen wir das fertig? Ja. Ich glaube nicht. Ach ja, ich hatte mal einen Gast, Professor Heinrichs, der hat so ein Konzept entwickelt, wie eine Demokratie entstehen kann, jenseits diesen parteilichen Zusammenhängen. Und ich muss sagen, das ist ein sehr interessantes Konzept. Da sollten sich mal so manche Verantwortlichen wirklich näher damit beschäftigen. Ja. Weil eins ist klar, wenn wir demokratisch, also weiterhin so versagen, wie wir es derzeit tun, in vielerlei Hinsicht. Also sei es in der Wirtschaftspolitik, die dermaßen schiefläuft, in der Friedenspolitik, die mehr Kriegspolitik ist auf allen Ebenen. Ja. Und vor allem, was unsere Ressourcenpolitik mit der Erde betrifft. Es geht nicht nur um CO2, weiß Gott nicht, es geht um viel mehr. Es geht ja allgemein, guck mal, was alles in die Weltgeschichte aufgeschossen wird. Das ist doch zum Wahnsinn, das kommt doch wieder runter. Ja. Ne? Ja. Und das ist verrückt an für sich. Mhm. Ja. Ich meine, also, das hat mit, man könnte bei einer Sache mit Wissenschaftler das nichts mehr zu tun, das ist eine
abenteuerliche Verrücktheit der Wissenschaft. Die Frage ist nur, wie lässt sich das bremsen? Also Genmanipulation, diese ganzen Gifte, die irgendwo ausgestreut werden. Meine Motivation, klar, wir machen diese Sendungen, um möglichst viele Menschen anzuregen, ihren eigenen Kopf zu benutzen zum Denken. Schatz, jetzt wird aber, guck jetzt mal, jetzt ist es interessant, auch wieder mit unserem Fernsehen. Wann ist es informativ interessant? Mit das Magazin kann kein Mensch gucken, der braucht ja so eine Mittagspause. Und dann abends nach 10, dann wird es interessant. Mhm. Aber vorher ist das Wischiwaschi, was sie erfahren. Mhm. Ja, das ist dann, wenn man sagt, dem Volk aufs Maul geschaut. Und das ist dann. Ja. Aber manchmal gibt es Ausnahmeerscheinungen. Also ich will den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und manchmal sogar private Sender, die sich durchaus thematisch mit ernsten Dingen beschäftigen. Also gut, durchsetzt mit Werbung. Natürlich, mein Liebes, aber gucken Sie mal auf die Uhrzeiten. Mhm. Das ist der springende Punkt, weil man kennt beinahe sagen, wie Volk für dumm zu verkaufen. Mhm. Weil das einfach... Großer Teil wird es gesendet, wenn das gewöhnliche Volk schlafen oder essen muss, damit es wieder kräftig ist für die Arbeit. Mhm. Und sie können nicht nachts um 12 Uhr Matthias Richling gucken. Mhm. Und der ist informativ, der ist großartig. Ja, ich mag den auch sehr gerne. Hat ja ein schauspielerisches Talent, der kann in jede Rolle schlüpfen und das sieht echt aus. Ja, der ist brillant. Mensch ist wirklich brillant. Es ist schön, zuzuschauen und zuzuhören vor allem. Aber da müssen ja die Marschallleute schlafen, wenn sie schaffen, nicht? Ja, da haben sie recht, ja. Gut, man kann das natürlich auch programmieren. Es gibt ja heute diese ganzen Dinge. Aber klar, wer macht es? Ich meine, die Menschenleben heutzutage sind so voll mit... Wenn heute einer in dem Arbeitsprozess steht, das wissen Sie ja alle miteinander am besten, dann ist man abends einfach geschafft. Ja. Da kann man nicht noch bis um 12 Uhr Fernsehen gucken, das geht nicht. Was ich besonders bedauerlich finde, wir haben so viel technischen Fortschritt gehabt die letzten 40, 50 Jahre und der ist immer nur zugunsten der Kapitalseite verwirklicht worden. Ja, das sage ich ja. Anstatt die Arbeitszeiten zum vollen Lohnausgleich zu verkürzen, damit auch die arbeitende Bevölkerung was davon hat. Wenn man sagt, auf Deutsch gesagt, demokratisch das Volk zu bescheißen. Ja. Anders kann man das nicht ausdrücken, aber das schreibt ja keine Zeitung, das ist unfein, aber da könnte die Leute zum Denken kommen. Also ich meine, unsere Demokratie in der Gegenwart ist ziemlich hinterfotzig, steht in die Schwabe sagen. Also es gibt ja jetzt eine neue Bewegung und mir macht das auch ein bisschen Hoffnung, auch wenn ich manches Mal so ein bisschen Befürchtung habe, ob sie vor irgendeinem Karren sitzen. Es gibt ja jetzt diese Friday for Future Bewegung, diese jungen Menschen, die freitags eben für die Umwelt... Das sind aber doch erfreuliche Entwicklungen. Ja, also für mich ist das auch erfreulich, weil sich die jungen Leute jetzt tatsächlich mit dem politischen Teil des Lebens beschäftigen. Aber das ist doch schon mal, Gott sei Dank, lässt es für die Zukunft hoffen. Ne? Mhm. Dass die Junge jetzt immer sagen, hallo, so geht's nicht weiter. Mhm. Wir müssen jetzt mal was anderes machen. Und Sie sind ja jetzt nun mal eine Lehrerin gewesen. Nehmen wir mal an, ich würde Sie jetzt in die Zeit zurückversetzen und Ihre Schülerinnen und Schüler würden statt zu Ihnen in den Unterricht kommen, freitags demonstrieren. Wie würden Sie denn das, würden Sie das für gut heißen oder würden Sie eher sagen, nee Kinder, kommt lieber zu mir, ich bringe euch was bei? Nein, ich finde, es ist gut. Okay. Das ist ja, wenn die Jugend dann nochmal Demokratie, echte Demokratie vorlegt. Ist das doch ein Pluspunkt, oder? Ja, unbedingt, unbedingt. Ja? Sagen Sie, ich meine, Sie sind ja jetzt im Gemeinderat in Kirchheim-Bolanden. Wie sind Sie denn dort aufgenommen worden von den anderen, die schon ewig, vielleicht schon oder viele Jahre schon... Die haben erst mal dämlich aus der Wäsche geguckt.
gesagt, okay, wie kann so eine Alte da noch bei dem Geschäft was machen? Ne? Ja. Aber das muss man mal abwarten, mein Liebes. Mhm. Also Ihr Ziel, Ihr politisches Ziel, ich meine... Ich habe ja hier mit Herrn Bock, kennen Sie ja auch. Ja, ja. Also ich bin ja hauptsächlich in diese Richtung gekommen. Ich habe das ja auch erst gemacht, ach du lieber Schreck, der war schon über 90, weil er der einzige nicht parteigebundene ist. Und das ist schon mal wesentlich. Er muss sich nach keiner Parteidoktrin richten, sondern er kann sich Gott sei Dank nach einem gesunden Menschenverstand richten. Und den hat er reichhaltig. Und er ist ein unheimlich logischer Denker. Also ich muss nur für unser Publikum sagen, Herr Bock ist der Listenanführer, ne? Ihrer freien Liste, Wir für Kibo. Ja, genau. Und das war auch interessant, die erste Stadtratssitzung. Also da haben noch die Ehemaligen zum Teil noch ihren Senf dazu gebastelt, also zum Einschlafen. Und dann hat Bock immer wieder, und es ging dann so Richtung Blabla, und er hat immer mal wieder die Leute zur Sache gebracht. Und da ist, das wird schon recht. Der kann allerlei. Also das Größte, was Sie sich, glaube ich, wünschen, ist für Kirchheim-Bohlanden, dass es wieder ein Schwimmbad hat oder ein Bademeier. Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja auch der allgemeine Wunsch der Leute. Eine meiner Enkelinnen hat gesagt, es ist furchtbar, mit dir hier durch die Stadt zu gehen. Dauernd wirst du angequatscht. Die Leute küssen dich auch noch und man kommt nicht vorwärts. Aber ich meine, das ist... Ich habe halt viele ehemalige Schüler, hier ist ja Logo. Und die kommen mit ihren Nöte und so weiter, kommen sie immer noch. Und das ist ja schön. Ne? Hm. Aber jetzt ist natürlich Hauptsache gewesen das geschlossene Schwimmbad. Und es ist ja 10 Jahre nichts passiert. Gar nichts. Hm. Ne? Und jetzt, dank Bobs Liebheit und so weiter und so. Und jetzt haben wir das mal in Angriff genommen. Das war wirklich auch das Ziel dieser Partei, ja? dieser Wählergruppe. Mhm. Und immerhin, jetzt fehlt natürlich noch wieder wie üblich bei uns in der Demokratie die gesetzliche Grundlage. Also es muss ja dann... Ein Verein gegründet, der ist gegründet worden, aber man kann auch nicht weiter, oder die Leute können nicht weiterkommen, weil nämlich jetzt der Gründungsakt noch nicht hergestellt ist. Das ist doch auch diese verrückte Bürokratie bei uns. Man kann ja nichts mehr aus dem hohlen Bauch mit dem gesunden Menschenverstand machen. Man muss erst gucken, hallo, darf das... Nach Paragraph sowieso darf das wirklich sein. Das ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Aber der gesunde Menschenverstand, der ist da ausgeschaltet. Mhm. Da kann man doch die Plätze kriegen. Mhm. Deswegen mache ich da den ganzen Zirkus. Ja, aber wie schätzen Sie denn die Chancen? Stehen die gut? Das wird gut. Ah ja, uns fehlt jetzt nur, da haben wir es wieder, das gesetzliche Amen. Mhm. Also vorläufig sind wir ja ein Verein, der ohne Gesetz lebt. Und das ist in der Demokratie, ist das gefährlich. Ne? Mhm. Ja. Also wenn Sie sagen, ich meine, das ist ja jetzt direkt ein Wunsch an die Politik, dass so etwas ganz vereinfacht gemacht wird. Was ich sage, das ist eine Missentscheidung der Politik im Allgemeinen, dass man eine medizinische Missentscheidung ist es, dass man allgemein die Schwimmbad schließt. Das ist nicht nur bei uns der Fall. Das ist in ganz vielen Also ich Kommunen. Merke das ja immer an den Zuschriften. Ich kriege ja noch Publikumzuschriften und so weiter. Eine schreibt, ob ich nicht kommen könnte, als Halle-Schwimmbad mache. Hallo, also so weit geht's. Ne? Aber es ist das Bedürfnis ist einfach beim Volk da. Und es ist auch eine medizinische Logik. Guck jetzt mal, das Baby entsteht
in Flüssigkeit. Ja, also ist das jetzt eine medizinische Schlussfolgerung, dass unsere Haut, alles, was uns umgibt, den ganzen Kram zusammenhält, dass das Wasser braucht. Ja. Und nicht nur ein paar Spritzer abends und eine Dusche oder so. Ja, ja. Und das ist das Verrückte, dass man da spart. Und wir haben jetzt zum Beispiel, das ist erwiesen, eine Masernepidemie. Das kommt daher. Also Sie meinen einfach dadurch, dass die Menschen nicht genügend für ihre körperliche Fitness tun können? Ja, vor allen Dingen, ich will mal sagen, dass der menschliche Körper im Allgemeinen einen Wasserentzug hat. Aha. Also die äußere Hülle. Innen drin wird ja hineingeschoben an Flüssigkeit. Ob das jetzt gut ist oder nicht, das kommt immer drauf an, was man ausschüttet. Ja. Aber außenrum ist es wirklich eine, man könnte sagen, medizinische Fehlentscheidung der Politik, dass man die Schwimmbäder schließt. Gut, das liegt natürlich angeblich immer an der Finanzlage der Kommunen. Die muss man ändern. Das kann man auch. Das hört man immer wieder. Kommunen können das nicht stemmen. Es gibt nur Kommunen, die eine industrielle Grundlage haben. Eisenberg zum Beispiel ist viel Industrie, die gut verdient. Die können das Schwimmbad halten. Aber hier hat man die Unterhaltung des Schwimmbads. Es ist ja auch über Industrie entstanden, das Freibad. Aber dann hat die Stadt hat gedacht, kommen Sie, können wir Geschäft machen. Also haben sie es genommen. Aber jetzt hat dieses Schwimmbad aber blöd gelegen. Denn da hat man oben jetzt ein neues Wohngebiet geschaffen mit Leuten, die hier viel Geld haben. Aber denen kann man ja den Krach, den das Schwimmbad macht, nicht zumuten. Und deswegen wurde das geschlossen. Ach so. Ja, das waren die Gründe. Ach, ja. Da kann man die Plätze kriegen, das kann ich nicht sagen. Ja, da kann man schon wütend werden. Na? Leider ist so eine Stunde viel zu schnell vorbei. Ja, Sie müssen ja auch jetzt mal Feierabend machen, gell? Ja. Was haben Sie als letzte Botschaft an die Politik, wenn Sie Frau Merkel jetzt vor sich hätten, was würden Sie ihr kurz sagen? Was würden Sie sagen? Was soll sie tun? Dass man einfach mehr für die Freizeitgestaltung der Jugend, für eine sinnvolle Freizeitgestaltung der Jugend macht. Okay. Das wäre wesentlich. Schön. Fällt ja hier auch. Also, so die Junge hier. Ja, da haben Sie recht. Ja, da müssen wir was tun. Gucken Sie mal, wir haben hier unten an der Stadtmauer, ist ein freies Gebiet. Ja? Wer gar keine Kunst da jetzt ein Schwimmbecken hinzumachen oder Planschbecken. Und wir haben nämlich ganz in der Nähe die Kindergärten, die Grundschule, für die könnten per Pedes dahin. Und dann ist dort, die könnten die Mütter und besser da, die Aufsichtspersonen können dort sitzen und sich dort. Und da oben ist der große Spielplatz. Wäre ideal. Und dafür ist es jetzt die Schillerstraße, die Avus und Kipo. Da rasen die durch wie die Verrückten. Ja. Das muss man nämlich auch Frau noch Heise, abstellen. Frau Heise, es gibt viel zu tun. Also das heißt, Sie haben noch jede Menge Arbeit vor sich. Und natürlich auch Ihre Liste und all die anderen Menschen, die politische Verantwortung tragen, selbstredend. Es war ein sehr schönes und lehrreiches Gespräch. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, ich habe das gerne gemacht. Ich bin vor allen Dingen, ich mache es ja, damit es rauskommt. Ja. Wissen Sie, der Allgemeinheit. Ach, vielleicht, liebes Publikum, haben Sie auch Lust bekommen auf politische Einmischung. Ich hoffe und wünsche es mir sehr, weil die Demokratie ist auf Einmischung von uns allen angewiesen. Natürlich, meine vielleicht Liebe, könnte Frau Heise Sie motivieren. Man muss den Versuch starten. Ja, genau. Nicht? Ich wünsche Ihnen und uns allen eine wirklich schöne Zeit, eine friedliche Zeit und bis zum nächsten Gesellschaftsbarometer. Ja.